Ach, wir sind gerade zur Schokoladenfabrik nach. Wo sind wir hier überhaupt? Gassau, glaube ich. Es regnet so, wir haben keinen Parkplatz mehr in der Tiefgarage gekriegt, alles war voll. Und jetzt müssen wir bis vor zum Eingang laufen. Komm! Oh Gott! Schnell. Ich glaube, hier kann man sich hier nochmal drunter stellen. Schnell hier drunter. Schnell rennen! Schokolarium. Oh, ganz viele Glocken. Kuhglocken sind es. Pitch-Patsch-Nass-Pistole. Ja, meine auch. Pitch-Patsch-Nass ist meine Hose. Oh. Ganz schön viel los hier. Wir haben jetzt, ich glaube, 14 Franken pro Person kostet und der Opa hat seinen Seniorenpreis. Da war es nur 10 Franken und Kinder bis 6 Jahre sind kostenlos. Und dann haben wir noch für die Oma und für die Katie eine Tafel Schokolade zum Verzieren dazu genommen. Das machen wir dann, ich glaube, am Ende. Dein Schokoladenereignis Rundgang beginnt in 4 Minuten. Das Sprichwort, es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg, das kenne ich natürlich. Doch ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mindestens 3 Dinge zu diesem Weg dazugehören. Schau mal hier in den Gläsern. Die Liebe, die Freiheit und der Genuss, das süße Glück. Ich fühle mich so okay, wenn ich hässlich bin und nachher bin ich einfach wieder glücklich. Wir haben jeden daheim. Nein, doch. Wie sie. Wir haben immer eine Tafel daheim und versteckt. Und hier ist die Weltkugel. Und wo hat der uns gezeigt, wo gibt's den Kakao? Hier, gell? In Peru gibt's den. Und schieb mal. Paprika. Paprika siehst du da drin? Zeig mal. Der hat doch keine Paprika, das ist die Kakaobohne. So sieht die aus. Guck mal, da kannst du schön reinpassen. Und? Geht an, weiter. Hast du schon gerochen? Riech mal dran. Kakao. Riech mal dran. Komm, ich heb dich hoch. Was riechst du? Und? Wie riecht es? Weißt du? Nach Bohnen. Nach Bohnen? Und Schokolade. Nach weißer Schokolade, oder? Weiße Schokolade. Kakaobutter ist es. Das haben wir schon mal geübt. Genau, fest herunterdrücken. Die Kuh schreit. Yay! Weiter, weiter. Guck mal, es steigt schon, Maus. Ich mach mal mit. No, das ist aber schwer. Irgendwie geht es nicht voran. Ich glaube, die Mama kann das wohl auch nicht so. Oh, die Kuh sagt schon wieder, meld mich. Yay! Guck mal, ich bin schon bei 40. Komm, wir melden um die Wette. Ja, du bist schon bei 57, super. Jetzt schauen wir mal, wie weit es die Oma geschafft hat. 33. Und? Ja, 48, super, Katie. Guck mal, sind wir mal hier noch zum, das muss ich nicht verschweißen. Super, Oma. Also den Rundgang hier haben die total süß gemacht. Gerade für Kinder alles toll erklärt. Wenn ihr das riechen könntet, das riecht so lecker nach Schokolade. Schokolade. Ja, der Duft. Guck mal, da unten wird die Schokolade gemacht. Was magst du probieren? Weiße Schokolade. Und? Was sagt die Oma? Schweizer Schoki. Weiße Schokolade, Milchschokolade und das ist einfach nur dunkle. Du siehst den Papa. Ja genau, da sitzt er und winkt, gell? Ein Tukan ist es.
Also hier sind so Schokostationen. Guck mal, da kannst du hier so drücken. Jetzt kommen Stücke raus. Und? Findest du nicht gut? Karamell und Salz, die kannst du mal probieren, ob die dir schmeckt. Darfst du mal der Mama auch ein Stück geben? Egal, was du rausbekommst. Ja, super, danke. Also mit Karamell ist sehr gut. Und hier ist Bananensplit. Mit Banane. Oh, und wo ist der Hebel? Ja, sag mal. Ja. Ich mag lieber das Juhu. Wer isst am meisten Schokolade? Wer ist denn da Platz 1? Deutschland ist Platz 2. 9,2 Kilo. Wo ist denn Platz 1? Ich sehe es nicht. Die Schweizer. Die Schweizer essen nicht nur Schweizer Schokolade. Also, Schweiz ist Platz 1 im Schokoladenverzehr. Und wir sind Platz Nummer 2. Um 1 Kilo Unterschied. So. Viel Spaß. Danke. Jetzt geht's los. Nimm es mal in deine Hand und probier mal, ob dir das schmeckt. Und dann kannst du es auf deine Schokolade machen. Und? Nimm mal das Himbeer. Auch nicht? Die Oma? Bist du kreativ, Oma? Oma ist gar nicht kreativ. Bist du gar nicht kreativ? Oma hat einfach mal von allem alles drauf gehauen. Fertig. Super. Kommt die Oma noch? Gut. Super! Und wo kommen wir jetzt hin? Oh mein Gott! Schokoladenwunderland! Hier werden die Nougatstängel. Das wusste ich ja gar nicht. Das sind die Nougatstängel vom Alnatura. Prügeli, die sind super. Also wer sowas mal hier plant, auf der Internetseite stehen hier auch so Termine. Und hier gibt es zum Beispiel Cake Pops verzieren, Gießkurs oder Macarons. Wir sind fertig. Rundgang beendet, Schokolade gemacht, Schokolade gekauft. Und was Neues erfahren, dass die Alnatura und Rapunzel-Schokolade auch hier gemacht wird. Zumindest die Schokostängel. So, Oma, Opa, wie fahren Sie? Ja. Du bist genauso wie Katie. Super. Ja. Gut. Ja, nein, gut. War interessant. So, wir fahren jetzt gleich los. Wetter ist auch wieder gut geworden. Ich muss sagen, so für Schlechtwetterprogramm war das jetzt echt nicht schlecht. Ich habe sogar gelesen, es gibt noch einen kleinen Zoo hier und eine Käsefabrik. Wir sind wieder daheim, der Tom ist schon weg, der ist zum Zug, deswegen ist er auch nicht mit zum Ausflug gefahren. Und ich muss sagen, so eine Schokoladenfabrik besichtigen kann man durchaus mal machen, bei so einem schlechten Wetter. Also ist echt zum Empfehlen. Ich verlinke euch unten noch die Website und ansonsten sagen wir, oder ich, oder wir, Oma, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.